Es ist wieder Zeit. Zeit für Ballartisten, Taktikfüchse, Kopfballungeheuer und Stimmungsmacher. So kann doch Fußball Spaß machen. Zeit für Taktgeber, Tempodribbler, Flankengötter und Torgiganten. Und der Schuss aus der zweiten Reihe, das glaubst du doch nicht. Zeit für die dritte Liga, für ihre Helden und ihre ganz besonderen Geschichten. Diese Liga ist halt außergewöhnlich, mit geilen Teams besetzt. Da kommt was auf uns zu. Viel Tradition, viel Rivalität und Spektakel. Apropos Spektakel. Wer, wenn nicht Dynamo Dresden, ist immer gut für die ganz große Show? Hätte uns jemand gesagt im Winter, man kann noch mal in den letzten Spielen so nah am Aufstieg schnuppern, die hätten uns für verrückt erklärt. Und so kann es für die neue Spielzeit nur ein Ziel geben. Wenn sie diese Wut im Bauch, die sie haben, wenn sie das umkehren können in Motivation, dann glaube ich, ist es eine sehr gute Voraussetzung und ich bin überzeugt, dass Dynamo Dresden nicht sehr aufsteigt. Aufstiegsaspirant ja, definitiv. Aber da ist Dynamo in guter Gesellschaft. Da wäre zunächst Zweitliga-Absteiger Sandhausen. Der selbsternannte Dorfclub wird für die Großstadtrivalen der dritten Liga eine echte Herausforderung. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Kein Wunder, das Potenzial lässt viel erwarten. Ruben Hennings, Alex Mühling, Tim Knipping, das sind sehr, sehr wichtige Neuzugänge, die gekommen sind. Und dann haben wir noch viele junge Wilde, wo man echt was aufbauen kann. Und der zweite Absteiger, Bielefeld, eine Wundertüte mit Ambitionen. Bis auf Legende Fabian Klos ist alles anders. Ein komplett neuer Kader, ein neuer Geschäftsführer und ein neuer Trainer, der eine ganz klare Linie hat. Wenn Sie mich fragen, für was im Fußball hier steht, dann sage ich, in jeder Aktion 100% geben. Die Liste der vermeintlichen Aufstiegskandidaten wird ergänzt durch den dritten Absteiger Regensburg sowie durch Saarbrücken, Mannheim und Ingolstadt. Deutlich ruhiger brüllen hingegen die Löwen. Mal wieder gibt es den radikalen Umbruch in München. 18 Spieler weg, dazu leere Kassen. Dennoch will der neue Kapitän Jesper Verlaat aus der Not eine Tugend machen. Reden immer gerade viele vom Abstieg. Klar sind die Ziele vielleicht diese Saison anders kommuniziert nach außen, aber wir sind immer noch 1860 München, da ist viel Tradition dahinter, da ist viel Leidenschaft und Liebe dahinter und da sollte man uns auch nicht kleinreden. Und dann gibt es ja auch immer wieder diese Überraschungsteams. Vielleicht sogar ein zweites Elversberg, ein erneuter Durchmarsch. Das ist ja unglaublich, was da hochkam. Ist ja keine Laufkundschaft. Kein einziger Gegner in dieser Liga ist dabei, wo du sagst, die schlägst du jetzt halt, weil die sind halt schwach. Gibt's nicht. Die 4-9 in Liga 3. Lübeck, Ulm, Unterhaching und Münster. Vereine mit Tradition und Leidenschaft, die die Rivalität innerhalb der Liga anheizen werden, wie bereits am dritten Spieltag beim Derby Bielefeld gegen Münster. Das ist natürlich auch bei uns Spielern so die Vorfreude unnormal, weil ich das zum Beispiel dann auch erlebt habe, schon teilweise auf der Alm zu spielen, zu Hause gegen Bielefeld zu spielen und ich weiß, was da für eine Brisanz drin ist. Die Brisanz, die besonderen Emotionen der Derbys, wie bei Dresden gegen Aue oder Essen gegen Duisburg, wird auch in dieser Saison die Fans begeistern. Denn es ist wieder Zeit für die dritte Liga. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.